Moin moin liebe Buddhabillen, willkommen zurück zum FIFA 16 Karrieremodus und werft einen Blick auf diese wundervolle Tabelle in Klammern 9. Denn der HSV ist Erste, wie kann denn das sein? Und wir sind Siebte, wie kann das denn sein? Na gut, wenn man die letzten Spiele gesehen hat, und ich habe sie gesehen, da ich sie selber gespielt habe, dann weiß man, woran das liegt. Und zwar, dass ich defensiv scheiße war und offensiv nicht gut genug. Und deswegen bin ich hier nur im Mittelfeld, nicht mal in den internationalen Rängen, aber gut. Es waren ja auch erst 3 Spiele. Ja, und es muss besser werden. Und so richtig krass glücklich bin ich gerade nicht, auch weil ich gerade das Spiel Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach gesehen habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die hätten sich mal ein Beispiel an meinem ersten Spiel gegen Gladbach nehmen sollen. Das ging zwar nur unentschieden aus, aber immerhin nicht 5-1. 5-1 verlieren gegen Gladbach, das ist natürlich richtig hart. Wir spielen mit der besten Mannschaft, Costa ist dabei. Gnabry konnte ja nicht so viel Schwung reinbringen und Bergwijn, ja. Bin mal gespannt, was ich mit dem mache, so auf Dauer. Vielleicht kommt der ja, ne? Vielleicht, wenn man dem ein bisschen Pause gibt, dann zündet der auf einmal nach einer Zeit. Manchmal ist es ja so. Da müssen die mal richtig angefasst werden. Also im Sinne von denen gezeigt werden, wie ernst die Situation ist und dass sie sich nicht jeden Scheiß erlauben können. Und dann kommen sie aus ihrem Häuschen raus und verzücken alle mit gutem Aussehen und gutem Spiel. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und wir haben ja gute Leute geholt. Ne? Kagawa hat sich jetzt leider verletzt. Aber okay, wir haben jetzt einen Thielemans drinne hier. Der wird auch schon hier und da was reißen können. Aber bis jetzt macht Freiburg das ziemlich gut und wird schwer, die vom Ball zu trennen. Bedoya mit der ersten Flanke und wir können die Abwehr. Costa über die Außen. Oh, wird da gefoult. Ist der erste Freistoß für uns, die Nummer 20. Costa ist eigentlich rübergesprungen, ist dann aber doch wieder draufgefahren und es gibt hier gleich die gelbe Karte für den jungen Mann. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Wer ist denn die Nummer 20 da? Marc-Oliver Kempf. Na gut. So, Costa. Flanken wir einfach mal rein, wa? Es wird wohl die beste Variante sein. Ja, gar nicht so schlecht. Aber da war mehr drin. Grifo vertändelt den Ball. Einwurf für uns. So, jetzt kann sich einer anbieten. Junuzovic macht's und verliert den Ball. Ja, richtig gut. Kekuta Mané. Gutes Zusammenspiel. Aber verdribbelt sich da. Da haben sie es richtig eng gemacht, die Freiburger. Ist schwer für uns, da durchzudringen. Embolo. Traoré. Einfach mal mit dem Schuss rechts. Lebenstor. Nach einer halben Stunde war es die erste richtige Chance von uns. Ich glaube fast ja. Glaube fast ja. So, Kekuta Mané. Ganz oben ist Traoré, der Probleme mit der Ballannahme hat. Da ist Junuzovic, der auch Probleme mit der Ballannahme hat. Meine Güte. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen offensiver gestellt, denn wir kommen gegen Freiburg überhaupt nicht nach vorne. Das ist richtig krass, wie die uns hier zurückdrängen mit ihrer defensiven Spielweise. Oh, das könnte gut werden, aber Traoré kommt nicht mehr dazwischen. Ja, und wir haben hier das Problem. Ist mir jetzt mal so aufgefallen, was ich auch in der letzten Saison zu Beginn hatte. Wir schießen einfach keine Tore. Wir kommen nicht nach vorne. Die Chancen sind nicht gut genug. Und Freiburg macht das wirklich erstklassig. Die lassen mich nicht zum Spiel kommen. Bayern führt, Dortmund unentschieden. Na gut, da müssen wir vielleicht noch was machen. Ich habe ja ein paar gute Spieler auf der Auswechselbank noch. So ist ja nicht. Aber mal sehen, was in der zweiten Halbzeit noch so passiert. Vielleicht gibt es ja eine rote Karte. Vielleicht einen Elfmeter. Vielleicht werde ich spielerisch einfach besser. Man weiß es nicht. Traoré nach vorne geschickt. Traoré, einfach mal abziehen. Klant. Mann, ich versuche wirklich einfach mal abzuziehen. Aber die kommen immer scheiße, die Bälle. Was ist denn da los? Ta. Embolo, das muss es doch sein. Das muss es doch sein. Aber da ist noch jemand dazwischen gekommen. Kempf war es sogar. Schauen wir uns das hier an. Ja, oh, voll mit dem linken Hoden. Mit dem linken Hoden abgewehrt, ey, der Wahnsinn. So. Mit der war's? Ne. Klant kommt raus und hat das Ding.
Zulechner, er läuft jetzt hier aufs Tor zu. Rüdiger ist da. Oh Gott, machen die das gut, Rangowski. Freistoß für Freiburg aus einer guten Position. Da kann durchaus was entstehen. Drüber. Ein bisschen Glück gehabt. Aber so langsam sollten wir mal Tore machen. Ich muss jetzt auf sehr offensiv schalten, weil ansonsten wird das hier gar nichts. Nächste gefährliche Freistoßsituation für Freiburg. Ah, den kriegen wir rausgeköpft, oder? Mané. Zu Costa. Legt den gut vorbei. So, jetzt müssen wir auf die Geschwindigkeit bauen von Costa. Der macht das da gut. Costa zieht ab, aber immer ist da noch einer dazwischen. Ihr verdammten Abwehrspieler. Haut doch einfach ab, ey, das gibt's doch nicht. Mané zu Traoré, der Ball ist weg. Zumindest kommt er nicht gut genug aufs Tor. Nein, jetzt wollte ich abziehen. Immer wenn ich abziehe, will es einer dazwischen. Was soll das denn? Mann, Junosevic. Leute, ganz ehrlich, ey. Ich sowas hasse wieder. So, und jetzt schenke ich dem auch noch einen Ball. So, 80 Minuten gespielt. Bei uns hat sich da jemand verletzt. Ich hoffe, es war nichts Ernstes. Junosevic aus 22 Metern. Ins Glück. Und jetzt konnte ich oben gerade nicht die Anzeige sehen, wer sich da verletzt hat. Ich hoffe wirklich, es war kein großer Verlust. Es ist kein großer Verlust. Es könnte ein Stürmer gewesen sein, aber Junosevic macht hier das 1:0. Boah, wichtig. Wichtig, 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 Alter. So, schauen wir mal kurz. Wer hat sich denn da verletzt? Rüdiger. Ah, ich hab's mir schon fast gedacht. Ja, dann holen wir mal Westergaard rein. So, wen haben wir denn hier noch? Tielemans hat nicht so viel für Spiel getan, ne? Junosevic war da schon besser, Mané allerdings auch nicht. Bringen wir mal Sané rein. Vielleicht wühlt er da noch ein bisschen rum. Und dann schauen wir mal, was so in den letzten Minuten des Spiels noch so geht. Junosevic zu Costa. Costa kommt vorbei, oder? Ja, so halbwegs. Gibt aber Eckball für uns. 90 Minuten gespielt. Versuchen wir einfach mal noch ein bisschen entfernt vom Tor raufzukriegen. Nee, wird nichts. Gibt noch einen Einwurf für uns. Und dann sollte das Spiel auch schon fast vorbei sein. An der Offensive müssen wir noch feilen. Das kann auch besser werden. Traoré. Traoré mit dem Schuss 2:0. Jawohl. Seht ihr, da habe ich mal aus der Entfernung abgezogen. Dann war er drin. Da war ich aber auch mal in einer guten Position und da waren nicht 80 Verteidiger noch dazwischen, die den Ball abfälschen. Aber gut so. Ja, 16 Meter. Kann man mal machen. 2:0. Das Ergebnis ist gesichert. Wir bleiben mit einer guten Defensive zurück. Erst 2 Gegentore nach 4 Spielen, oder? Ne, 4 Gegentore nach 4 Spielen. Na gut. Ist auch noch okay. Aber 2:0 jetzt in Folge und nach dem Spiel gegen Freiburg geht's jetzt dann in die Champions League, glaube ich schon, gegen Olympique Lyon. Bayern hat gewonnen, Dortmund hat verloren. Wir schauen gleich mal auf die Tabelle. Erstmal trainieren wir hier noch ein bisschen. Wir wollen ja Rangowski endlich mal zum Welttorhüter ausbilden. Da will er schon besser. Ta, 77er jetzt, jawohl. Zweimal ein A-Training, Alter. Mann, 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 da hat er aber zugelangt. So, auf die Tabelle gehen. Auf Bundesliga schalten. Ich schalte mir in die falsche Richtung. Und wir sind Dritter, Bayern nur Siebter. 7 Punkte. Ja, ja, jetzt macht sich das bemerkbar, dass sie da in der letzten Saison so viel verkauft haben. Da konnten sie sich noch auf den ersten Platz retten. Jetzt wird schon schwieriger. Dortmund auch weit hinten nach 4 Spieltagen. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Der HSV weiter vorne. 4 Spiele, 4 Siege, 10:0 Tore. Gegen wen haben die denn gespielt? Gegen Hertha, Ingolstadt und BSC und Freiburg und so? Ich weiß ja nicht. So, Costa glücklich bei Bremen. Finde ich immer gut. Aber jetzt hören wir mal auf zu schnacken und schauen mal, wie lange er verletzt ist, der Rüdiger. 3 Wochen. Verstauchtes Knie. Wir haben gute Leute in der Verteidigung. So ist ja nicht. Wir haben jetzt noch einen Jedwai geholt. Da wird er schon besser aussehen. Und ich glaube, mit dieser Aufstellung werde ich glücklicher werden.
So, da sind wir im wunderschönen Weserstadion, grün-weiß. Zeigen wir es Olympique Lyon mal, wie man hier so in Deutschland den Gegner auseinander nimmt. Im Sturm zumindest Volland und Sané, die sollen da ein bisschen was reißen. Links spielt noch Mané, der wird dann wahrscheinlich ausgewechselt. Und in der linken Verteidigung haben wir hier den Brauer. Der soll nach seiner Verletzung jetzt auch mal wieder drankommen. Und Serge Gnabry mit dem Schuss nicht ins Tor. Sané kriegt den Ball auch nicht. Ah, Tore, ne? Es ist schon ein bisschen schwieriger, als man denkt. Und der rechte Fuß von Mané scheint nicht sein bester zu sein. Ich weiß gar nicht, wie viele Sterne der auf dem schwachen Fuß hat. Aber insgesamt sind seine Schüsse jetzt nicht so die krasseste Erfindung der Welt. Aber wir müssen mal schauen, wie wir das hier heute machen. Gegen Freiburg war mir das ein bisschen zu schlecht, weil Brenner hier kein Foul. Okay. Fofana, Dade. Oh, gut gemacht. Stark. Ich schicke jetzt mal Sané. Was leider nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Viele Leute in der Offensive. 4 Stück. Also der Gegner, Lyon. Nah an unserem 16er. Und wir haben da vorne 3 Stück. Schauen wir mal, was wir da anrichten können. Jetzt schicken wir erstmal Mané. Da ist ziemlich viel Platz und der. Ich lege mir die Bälle dann teilweise zu weit vor. Wenn ich aus dem Sprint gegen den Ball laufe und dann mit dem rechten Stick noch zweimal nach rechts drücke, dann geht das doch teilweise ganz schön weit. Busch. Nochmal mal Sané anspielen. Ja, wird eng hier. Busch nochmal. Okay, Afdijai will's schön machen. Kommt hier zum Abschluss. Ich hätte vielleicht noch auf Volland spielen können. Aber naja. So, da außen steht Sané. Schön gemacht. Sané mit dem Schuss. Daneben. Ja, das Schlimme ist, dass die Bälle ja nicht mehr abprallen, sondern meistens daneben gehen, wenn ich drauf schieße. Das könnte von mir aus auch anders sein. So. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ich wollte einfach nur mal kurz abbrechen mit Volland und dann steil spielen zu Afdijai. Aber Volland hat das da ein bisschen anders interpretiert, meine Knopfauswahl auf dem Controller. So, die machen hier Klärungsversuche also. Afdijai, Volland. So, probieren wir es nochmal, diesmal mit Mané. Zieht in den Strafraum ein. Zieht in den Strafraum ein, wird gefoult. Es gibt 11 Meter. Wer war das da? Tolisso, wer kennt ihn nicht? Ich kenne ihn nicht, ihr kennt ihn wahrscheinlich schon. Ach, meine große Zeit in FIFA, wo ich wirklich jedes verdammte Talent auswendig konnte und die Werte auch. Ach, das waren noch Zeiten. So, Volland. Erstes Tor für uns oben links. Zack, drin. Jubel, du Schwein. Jawohl. Gegen Himmel wird er den Ball schießen. So, damit führen wir 1-0. Ein bisschen glücklich, der Elfmeter, muss ich schon sagen, wie der rausgespielt wurde. Also, wenn man überhaupt einen Elfmeter rausspielen kann. Eher erarbeiten, ne? Aber gut, da sind sie dann selber schuld. Da haben sie nicht aufgepasst. Und dann passiert sowas eben mal. Sané, schick Gnabry. Sehr gutes Spiel. Nein, Gnabry, ich dachte, du hast den Ball länger, näher am Fuß. Dann hätten wir da ein paar schöne Szenen rausarbeiten können. Oh, schnelles Spiel hier. Schnelles Spiel bei Olympique Marseille, Lyon, Entschuldigung. Und kein Foul an Jedwai. Aber der macht das wieder gut, holt sich den Ball, denkt sich, hier, was mit mir? Nix da. So, Massané schicken. Reicht das? Kommt er da vorbei? Natürlich kommt er da vorbei. Ganz oben. Oh, verdammt. Ganz oben war, glaube ich, Volland mitgelaufen. Der kriegt den Ball nicht, aber jetzt. Zack, drin. Boah, war das gut gespielt, Leute. Wie geil war das denn gespielt?
Das schaue ich mir nochmal in der Slow-Mo an. Tiki-Taka hier vor dem 16er und dann nochmal im 16er. Jetzt mal hier gut erarbeitet. Zack, zack. Doppelpass alleine? Vergiss es. Und Volland mitten im Doppelpack. In der Champions League. So kann es gerne weitergehen. Und so kann es auch mal in der Bundesliga sein. Da tun wir uns immer ein bisschen schwerer. Ne? Gut, wir hatten jetzt auch Mannschaften, die eher nicht so mitspielen wollten, die sich eher hinten reinstellen. Mainz hat es ja natürlich ein bisschen blöd erwischt mit der roten Karte. Das hat uns extrem in die Karten gespielt in der Offensive. Aber hier, Olympique, Lyon versucht natürlich offensiv was zu reißen. Und in der Champions League musst du das auch tun, ne? Da musst du offensiv gegenhalten können. Sonst kommst du überhaupt nicht weit, sonst überstehst du vielleicht die erste Runde. Aber danach ist dann Schluss und das wollen die sich natürlich auch nicht antun. Oh, war das schön gemacht hier. Sané täuscht an, dass er den Ball annimmt. Geht aber nur hin. Sané. Und der geht nicht rein. Gorgelin hält. Da wollte ich mit zweimal schießen, den Torwart ein bisschen verarschen. Hat nicht funktioniert. 45 Minuten sind jetzt vorbei. Die erste Halbzeit ist gleich durch. Und den hätte ich ruhig mal machen können, ne? Aber Sané war auch in Bedrängnis. Das ist immer ein bisschen schwieriger. So, der Ball kommt zurück. Flanken wir nochmal rein. Der Ball kommt nochmal zu Sané. Den holt er sich jetzt aber nicht. Den hat Raphael. Ist das der Gladbacher Raphael? Weiß gar nicht, ob der da noch spielt oder gewechselt ist. Hat er gegen uns gespielt am ersten Spieltag? Aber gut, danach war ja noch Transferphase. Also man weiß es nicht. So, Bayern führt zur Halbzeit. Dortmund nur unentschieden. Leverkusen liegt 3-0 zurück gegen Manchester United. Na gut, die haben auch Neymar und so, ne? Also die haben schon keine schlechte Mannschaft. Wir spielen ganz okay. Mané ist jetzt nicht so drinne im Spiel, aber Bergwijn kann da mal ein bisschen rumwuseln, ein bisschen zeigen, was er kann. An sich sieht es ganz gut aus bis jetzt für uns. 2-0 führen wir. Elfmeter war berechtigt, war allerdings ein bisschen glücklich, wie er entstanden ist, ne? Aber ich würde gerne noch nachlegen, spielerisch vor allen Dingen, weil da tue ich mich momentan richtig schwer hier. Den hat Rangowski. Immer schön RB drücken, damit die Leute rankommen. Damit sie den Gegner stellen. So, hier wird schwierig jetzt. Sich zu befreien. Das ging in die falsche Richtung. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Ja, ich hatte gerade einen Negativorgasmus, wenn man das so sagen will. Halleluja, Alter. Wie dumm war das denn von mir? Ich kann es gerade gar nicht fassen, wie mega dumm das war, wie ich da verteidigt habe. Ich bin einfach nur immer richtig dumm hingelaufen und oh Gott. Ich meine, die haben es auch gut gemacht. Dann rutscht ihn der Ball ein bisschen über den Schlappen. Hat, ja, weiß nicht, ob er Glück hat, dass er noch reingeht. Wir haben kein Glück, dass er nicht doch noch an den Pfosten springt und dann rausfällt. Wie gesagt, spielerisch würde ich gerne noch zulegen. Da muss ich vielleicht jetzt mal ein bisschen ruhiger spielen, ne? Ich spiele immer so, hau drauf. Das Ding ist, wenn ich die Part schneide, dann lasse ich mir teilweise ein bisschen mehr Zeit. Weil ich ja auch mal ein bisschen ruhiger sein kann und nicht immer reden muss. Und dann kann ich da ein bisschen überlegter spielen. Und nicht sowas hier passieren lassen. Und sowas. Das ist schon schlecht, was ich hier mache teilweise. Das ist schon schlecht, kann man ruhig so sagen. So. Boah, die machen aber auch Druck hier. Erstmal ein Seitenwechsel. Zurück zu Brauer. Der ist aber auch gut unter Beobachtung. Und Westergaard da auch, ja. Ey, man sieht hier, das ist krass, wie die das Mittelfeld zustellen. Eigentlich müsste ich da mit dem Fünfer-Mittelfeld gegen arbeiten. Da will auch keiner rangehen, ne? Obwohl ich RB drück. Brauer, okay. So, Abdi-Jaibe. Ich wollte jetzt voll anschicken. Wieso klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle? Dann machen wir es halt so. Gnabry. Nein! Zu weit vorgelegt einmal. Dabur, machen sie jetzt mal noch einen Angriff? Werden sie noch mal gefährlich?
Ja, die drehen ein bisschen ab, ne? Irgendwann werden die auch schwächer. Irgendwann ist das nicht mehr so leicht zu erlaufen, die Bälle. So, vorlegen und hinterherlaufen. Vorlegen und hinterherlaufen. Geht nicht. Umtiti. Ich liebe diesen Namen. Umtiti. Sind auch so YouTuber, ne? Na, fast. Oh, jetzt hol dir doch den Ball. Gibt's doch nicht. Haut er da dreimal gegen. Aber nie so, dass er den Ball mitnehmen kann. Bergwien grätscht den irgendwie unglücklich weg. Also, das ist nicht so gut, was wir hier machen. Und da sollten wir mal auswechseln. Der Niklas Stark ist schon richtig weg. Der hilft nur ein Thielemann. Thielemanns, Thielemanns, du, was machst du nur? Hat der bei Lyon gespielt oder bei Marseille? Ich bin so... Ach, komm. Kannst mich in eine Tonne kloppen teilweise, was so Erinnerungen angeht. Sané war abseits. Verdammt! Afdijay im Abseits. Ich hab's noch unten im Augenwinkel und auf dem Radar dann noch zusätzlich gesehen, dass er da relativ frei steht. Aber die Gefahr war natürlich groß, dass das auch abseits ist. Nee. Also Bergwien ist nicht meins. Wobei in diesem Spiel halt, es ist echt schwierig. Ich glaube, die haben hier ein bisschen umgestellt. Und schon wird's richtig chaotisch. Und das war abseits, oder? Ja. Das war dann doch ein bisschen zu offensichtlich von Valbuena, der da irgendwie noch eine Wunde trägt auf der Nase. Aber nur gut. Schaut mal, wie offensiv die stehen. Mit etwas Glück. Na. Ich dachte gerade, wenn ich da mit Sané rankomme, kann ich den nach oben zu Serge Gnabry weiterlegen. Und dann schön allein aufs Tor zu rennen. Na, komme ich noch ran? Nee, er lässt mich nicht. Er lässt mich nicht. Volland. Oh, einfach weggecheckt. Aber er gibt einen Freistoß. Gibt einen Freistoß. So, was machen wir da? 32 Meter ist richtig viel. Thielemanns, 78, sonst keiner, ne? Ach, wisst ihr was? Ich probier's jetzt einfach mal. Mit Thielemanns. Der sieht gar nicht schlecht aus. Wie gut war der denn geschossen? Bergwien, bleib dran. Bergwien, Leute, unterstützt ihn. Was? Wieso lässt du dich so leicht wegziehen? Das gibt's doch gar nicht. Seht ihr das? Der wäre richtig geil reingelaufen, aber er lässt sich dann einfach am Arm ziehen und dann ist die Chance weg, weil er weg ist. Mann, Mann, Mann. So, bleibt aber hartnäckig, dass er hier noch einen Einwurf rausholt. Thielemanns, ja, da wollte ich schick machen. Da wollte ich den schön überlupfen. Nein, 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 nein. So. Puh, da dachte ich etwa, er verliert den Zweikampf noch. Was? Ach komm, das jetzt... Ach komm. Ach komm, was war denn das da oben mit Gnabry und Fofana? Kone. Mann, ey. Mann, drüber. Oh. Das Spiel ist gleich vorbei. Gleich ist das Spiel vorbei. 2 Minuten Nachspielzeit. Die dürften jetzt auch eigentlich schon längst rum sein. Dabur, ja, da ist es vorbei. 2-1 gewinnen wir nur. Mann, ey. Es war nicht die Top-Mannschaft, die hier gespielt hat von mir, aber da wäre durchaus mehr drin. Dortmund unentschieden. Bayern gewinnt. Leverkusen verliert 0-5. Das ist ja nicht so geil. Was auch nicht so geil ist, ist, dass sich meine Leute irgendwie verletzen, aber naja, sind ja immer nur ein paar Tage beziehungsweise wenige Wochen. Gut, jetzt, ich glaube, war Kagawa, dass der 2 Monate ausgefallen ist? Bin mir nicht so sicher. Kagawa und Rüdiger jetzt, ja, Rüdiger kommt ja bald zurück. Muss ich mal schauen, was ich daraus noch mache. Jetzt ist das nächste Spiel auf jeden Fall gegen Wolfsburg. Da müssen wir in der Liga nochmal beweisen, dass wir besser sind als die. Und ich will endlich, dass der HSV da runtergeht. Dazu muss Hoffenheim aber gewinnen. Also ne. Hm.
Wird schon. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen und uns weiterhin supporten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.